halt ohne Stativ unterwegs, Quick and Dirty Video. Und so, ich habe jetzt umgebaut, angeschlossen. Jetzt mache ich mal das Fernsehen an. Kleiner schwarz-weiß Fernseher. Okay. Ah, warte mal. Der hat hinten einen Schalter. Der zwei einmal einen Hauptschalter mit abschalten kann und hier vorne kannst du dann ausschalten. Instant-Buy-Modus. Da ist nur eine CD drin, sehe ich gerade. Warte mal, kann ich jetzt hier ohne Fernbedienung irgendwas machen? Sieht nicht so aus, aber die CD kann er schon mal einlesen. Warte mal. Nee. Play geht nicht. Gut, ist eine alte MP3-CD, sehe ich gerade. Oh, die muss schon seit 2013 dann auch dran liegen. So. Falls du noch fragen sollte, hier steht zwar Schneider drauf, aber das ist ein Mustek DVD V300, weil es gibt einen Aufkleber, da steht Mustek drauf und unten gibt es auch einen Aufkleber, wo steht drauf, dass das Ding von Mustek zusammengebaut worden ist. Das ist nur für Schneider gefertigt worden. Jo, ich werde mal eben die DVD hier einlegen. Beverly Hills Cup Original DVD. Und dazu brauche ich eben zwei Hände. Ja, das ist der Bildschirmschoner, den der DVD-Player hat. So, mal gucken. Das Problem, was wir letztens hatten, oder ich zumindest, war, dass er keine DVDs mehr abspielen kann. Aber dafür MP3s, Audio-CDs und Video-CDs. Video-CD habe ich jetzt keine mehr zur Hand im Moment. Wir haben noch eine selbstgebrannte Video-CD, auch die müsste auch jetzt so 10 Jahre alt sein. Mal gucken, ob er die einlesen kann. Das scheint zu funktionieren. Was ist denn da drauf? Captain Future. Ja, ich erinnere mich. Die Rolle seines Lebens. Ich würde sagen, testen wir mal. Nein, geht nicht. Ich kann nicht... Play-Funktion... Ah, Moment. Ich bin gleich wieder da. Ich brauche die Fernbedienung. Wir sind wieder zurück mit der Fernbedienung und wir schauen mal an, ob wir was kommt da? Ja, das ist eine Fernsehaufnahme. Okay, kriegt die Kamera Probleme hier den Zoom zu finden. Die gute Komet. Ja. Wieder Stop machen. Also Video-CDs kann er auch abspielen. Da habe ich noch eine Idee. Ich bin gleich wieder da. Dauert schon ein bisschen lange. Wie gesagt, der parkt jetzt so circa seit 7 Jahren ungenutzten Ecke rum. Ich vermute mal, oh, jetzt tut sich was. Sagt er Wiedergabe. Wir warten mal 4 Sekunden halten. Dann geht er normalerweise aus, aber in dem Fall nicht. Na, eben Hard Reset machen.
Kann auch sein. Ja, aber das werden wir dann später mal gucken. Ich werde jetzt einfach nur die Sachen rausnehmen und mal gucken, eben, wie der Zustand ist. Das Ganze auf eine Liste setzen und dann werde ich mich dann mal später an die einzelnen Sachen setzen. Hm, ich vermute mal, da muss ich was. Ja, mal gucken, wie es sich mit Audio-CDs anfühlt. Und dann gehe ich mal gleich weiter zu dem da unten. Wie gesagt, da weiß ich gar nicht, was der für ein Problem hat. Vielleicht kann man ja noch zwei DVD-Player einmachen. Hm, mal gucken. So, jetzt versuche ich mal eine Audio-CD. Das ist jetzt das Soundtrack zu Kampfstern Galactica. Das Original. Mal gucken. Okay, also Audio-CD funktioniert. Ihr kennt auch hier oben CD-Audio. Wunderbar. Damit wird dann, mal gucken, er wahrscheinlich in mein HiFi-Bausteinsystem eingebaut werden, da ich ja nur die CD-Funktionalität brauche, Schrägstrich die MP3-Funktionalität, aber selbst wenn jetzt nur die CD-Funktion einwandfrei läuft, ist das kein Problem. Mehr brauche ich ja nicht, da ich im Moment keinen, man glaubt es kaum, keinen funktionierenden CD-Player hier oben habe. Ja. Jups, geht. So, 4 Minuten haben wir noch, also gucken wir ganz schnell hinein. Das ist jetzt der Schneider. Und ich sehe gerade was Interessantes. Das DVD-ROM-Laufwerk ist von Mastec. For Home or Office Use. Und was ich auch noch sehe, das ist ein stinknormales PC-CD-ROM. Da erkennen wir an dem Stromanschluss, IDE-Kabel, Jumper und den Soundausgang zur Soundkarte. Hm. ESS, Audio Drive hätte ich fast gesagt. Video Drive in dem Fall. Ja, ESS. Ja, hier steht auch Mastec drauf. Moment mal, ich guck mal kurz nach unten. Und hier steht drauf Mastec International. Und da ist Schneider drüber geklebt, wie ihr seht. Ich würde sagen, wenn ich das hier abknibble, dann kommt da wahrscheinlich Mastec zum Vorschein. Könnte ich ja mal tun. Nee, da steht überhaupt nichts drunter. Da ist einfach nur Schneider drauf geklebt. Ich würde mich nicht wundern, wenn es auch ein Mastec Modell V drauf gibt. So, die Kamera sagt schon 2 Minuten noch. Das ist hier das Skatboard, steht zumindest sogar drauf. Und wie wir sehen, da sind die Vorrichtungen für Optical Audio Out. Könnte man vielleicht sogar noch nachlöten. Das ist das Netzteil. Gucken, da sieht alles soweit in Ordnung aus, aber nee, dass da ein normales DVD-PC-Laufwerk reinkommt, das ist nämlich toll,
vielleicht kriege ich ihn doch wieder zum Laufen als CD-Player, weil ich habe noch jede Menge DVD-Umlaufwerke vom PC übrig, die funktionieren. Die habe ich nur ausgebaut, weil ich die PCs ausgemustert habe, weil die teilweise defekt waren. Ja. Wäre mal ein Versuch wert. Okay. Aber wie gesagt, als MP3-Player, Audio-Player funktioniert er noch. Video-CDs gehen auch, aber die gucke ich ja selten. Und ich würde sagen, ich versuche mal demnächst mal hier ein PC-DVD-Umlaufwerk einzubauen. Vielleicht muss ich den kleinen ja doch nicht im Ruhestand schicken. Okay, das war's. Wir müssen Schluss machen. Ich habe noch 000 Minuten left. Gut, das war's von dem Schneider V300. Wir sehen uns später wieder. Bis bald, euer Wehofner. Und wir haben 4:18 Uhr. Oh Gott, ich muss schlafen gehen. Also, bis später. Tschüss.